grüße dich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Blaupause TV. Wir schauen uns heute mal an die besten UFO-Sichtungen in 2024. Das Jahr ist noch nicht alt. Schauen wir mal, was uns erwartet. Du siehst schon im Vorschaubild, da geht einiges. Und ich habe einen guten Kanal gefunden, der da regelmäßig drüber berichtet. Ihr findet das Originalvideo wie immer unter diesem Video. Und wir schauen mal rein. I know y'all see those lights. It's a weird shape, it's a weird thing. I can't tell what it is. Hey there, my name's Casey and this is Mindseed TV. Today I'm going to show you some of the best new alien videos of 2024, or at least the ones that I was able to find, including a massive UFO that freaked out an entire airline. Okay. Oh. Okay, so if you're new to the channel, thanks for joining. Be sure to hit that subscribe button for more cool videos like this. And if you're not new to the channel, welcome back. All right. Der hat echt eine, das muss man ihm lassen, der hat echt eine coole Art und Weise, das zu machen. This is not good. All right, let's hurry up and jump into today's video. I hope you guys enjoy the show. You're rocking with the best. Hi everyone, this is your captain speaking. In this clip, passengers aboard flight 447 gaze out to a baffling sight. A massive, black-shaped object maneuvering through the clouds, similar to a whale breaching the ocean's surface. Oh, hey, so if you start seeing whales in the sky, it's either a really impressive magic trick or it's time to stop accepting drinks from strangers. Schreibt's mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr da wirklich eine Übersetzung braucht oder ob das völlig in Ordnung ist, wenn man das so lässt. Ich denke, er spricht eigentlich ein sehr deutliches und ein klares Englisch. Man kann es verstehen, vor allen Dingen, wenn man ja weiß, worum es geht. Schreibt's mir aber bitte trotzdem mal in die Kommentare. Ich könnte das natürlich, so gut es meine Fähigkeiten hergeben, auch nebenbei übersetzen. Aber ich glaube, dass es auch so geht. Aber da würde mich eure Meinung mal interessieren. On airplanes. But this is no sea creature. It's a UFO. A massive unidentified flying object that freaks out everyone aboard the plane. It doesn't resemble any aircraft that we know of. Its silhouette is too peculiar, too irregular. What could it be? Possibly a secret military craft, an uncharted natural phenomenon, or perhaps something alien not from this world? This sighting raises more questions than answers. What did the passengers witness on that fateful day? I would love to hear what you think people aboard this airplane captured on camera as they were high up in the sky. Let me know your thoughts down below in the comments. In this next footage, a perplexing light show unfolds in the sky captured by an astonished passenger from her airplane window. This is no ordinary aerial display. The object, shimmering with light, almost moves in a fluid-like motion, defying the physics that govern our understanding of flight. Bend. The fork. You know, I tried defying physics once, and spoiler alert, physics won. Every few moments it reveals a different form, from horizontal to round, and then vertical. As it shifts vertical, it almost appears to be extending arms from the top of it. Some people even believe that this last form it took on was an angel in the sky coming down from heaven. Is it an atmospheric anomaly, an experimental aircraft, or are we glimpsing a shape-shifting UFO teasing the edges of our reality? Ich finde es bemerkenswert, wie viele Menschen das sofort mit einem Engel gleichsetzen. Ist für mich auch eine Programmierung, wie sehr das den Menschen aus einer gewissen Art und Weise schon eingetrichtert worden ist. Da Engel zu sehen, ne, oder etwas Göttliches zu sehen, es kann ja alles Mögliche sein. Ich weiß es natürlich auch nicht, was es ist, aber ich finde bemerkenswert, wie sehr wir das so schnell assoziieren. Und stelle mal die Frage in den Raum, wie einfach wäre es, also wirklich mit Projekt Bluebeam, also Projektionstechnologie, ein Engel oder sonstige Dinge in den Himmel zu projizieren und wie schnell hätten wir sowas wieder wie ein Massenphänomen, möglicherweise Massenpanik oder eine massive Glaubensbewegung, die in eine Richtung geht. Es wäre aus meiner Sicht so einfach wieder Kontrolle über die Masse zu erlangen, indem man genau diese Programmierungen, die uns jahrzehntelang eingetrichtert worden sind, wieder nutzt, um dann genau den gewünschten Masseneffekt hervorzurufen. Ich glaube, das wäre sehr einfach. This bizarre spectacle boggles not just the minds of those who witnessed it firsthand, but even the news crew had a hard time figuring out what they were looking at. Looking out your window and seeing this.
that's creepy. That is alien yes. object to me. Because it did this whole like... Made an angel. Ja, der eine, und es ist ein Nachrichtensprecher, der eine sagt, na klar, es ist auf jeden Fall ein Aircraft, UFO, die andere sofort, die Dame, ja, das ist ein Engel. Yeah. And then, und zack, ist es wieder in den Köpfen der Menschen drin. And, no, man, that's crazy. Here's the thing. Could this be evidence of some sort of alien entity with the ability to change shape as easy as drawing a breath? Share your theories and join the debate. What do you believe the truth is behind this astonishing sight? February 4th, 2024. A passenger flying over Tampa Bay captures more than just the sunrise. Right there, through the airplane window, the camera fixes on a colossal shape hovering within the clouds. Okay, in all seriousness, what the hell is that? It's just sitting there. And no, I'm not talking about the emoji that's dead center of the screen that the original video uploader decided to slap on such a cool UFO capture on camera. I'm talking about the emoji hätte es nicht gebraucht, um das zu erkennen, zumindest nicht. The thing that's in the clouds that's not a cloud. This is no trick of light or shadow play. It's an Ja, was glaubst du? Das sieht schon sehr nach einer, also nach einer Form aus, ja? Wie so ein Schiff eben halt. Eine Schiffsform. Sehr interessant. Object. Immense and oddly stationary. It seems to. Naja, schau mal, habt ihr das gesehen? Ich spule nur nochmal zurück. Object. Immense and oddly stationary. Da hinten ist, ne? Hinten im Bild, oben links, sieht man auch einen dunklen Schatten. It seems to watch. Wait. Or perhaps simply exist, unbothered by the laws of man and gravity alike. The enormity of this massive UFO is overwhelming, yet it does not stir. It is observing. However, let me show you something creepier. Spotted and mentioned by many people in the comments section of this clip, there was actually two UFOs. Ah, er spricht's gerade an. Also genau, es haben viele in den Kommentaren wohl auch genau das bekommen, dass es möglicherweise sogar zwei sind. Ja. If you look very closely, another similar object can be seen resting, still, cloaking itself within the clouds. Aber ob das hier außerirdische Technologie ist, könnte genauso gut, erinnert mich ganz ehrlich, ja, es ist jetzt vielleicht ein plakatives Beispiel, aber erinnert mich doch an, sehr an so einen Science-Fiction-Film oder sowas, ne, wo die das genauso sich die in den Wolken verstecken. Apropos Wolken, ich möchte vielleicht hier an der Stelle mal sagen, klar, unser Himmel, der da auch, ist ziemlich bedeckt. Ob das jetzt künstlich ist oder nicht, kann ich natürlich von hier aus nicht beantworten. Aber ich möchte mal den Hinweis daran geben, dass nicht nur Chemtrails gemacht werden, um gewisse Stoffe auszubringen und uns anzureichern mit gewissen Stoffen. Militärische Strategie dahinter, ist ein anderes Thema. Sondern dass das auch häufig gemacht wird oder sehr anders ausgedrückt. Es gibt sehr viele Theorien, die genau das besagen, dass man den Himmel zusprüht, um einfach das zu verdecken, was über uns passiert. Wie viel Bewegung dort am Ende schon ist, würde das also nicht gemacht werden, würden wir vermutlich feststellen, der Himmel ist voll mit sowas, mit solchen Anomalien oder unbekannten Objekten. Und na klar, ein unbekanntes Flugobjekt bedeutet ja nicht, dass es außerirdisch ist oder Alientechnologie ist, sondern nur, dass es eben nicht bekannt ist. Aber ne, gehen einige davon aus, auch sogar Militärleute, die sich mit sowas beschäftigen, die sagen, ja, das wird verdeckt vor uns, das wird versteckt vor uns, weil es sonst auffallen würde, wie voll es am Himmel ist. Und eben nicht nur mit Satelliten vom Mars oder sonst irgendjemanden, sondern eben halt auch ne, mit Flugbewegungen, die nicht erklärbar sind, mit der konventionellen Physik zumindest nicht. The implications are as vast as the sky itself. Share your thoughts and together let's peer into the mystery that floats above Tampa Bay. In this next clip, a father and his children gaze upwards at a very odd spectacle in the evening sky. Dad? Yeah? Is that a robot? I've never seen anything like it. Their voice is a mix of wonder and disbelief. I've never seen anything like it, they say, as the object appears to fly around in circular patterns, leaving a luminous trail in its wake. Also im ersten Moment denkt man natürlich, ja okay, da verbrennt was in der Atmosphäre und fällt runter durch die Atmosphäre. Aber dann geht es auch irgendwie wieder rauf von alleine. Das sollte es eigentlich nicht tun, wenn es ein fallendes Objekt ist.
darts up and down, leaving a bright streak behind it, almost as if it's etching its path into the night sky. I'm starting to feel left out. Should I be, like, scheduling my own UFO sightings? Is there a sign-up sheet somewhere or something? The object seems to rotate, adding a mesmerizing twist to its flight, captivating anyone lucky, or perhaps unlucky enough to witness it. Is it merely a drone with LEDs, or perhaps something more of... Ah, das erinnert mich an so einen Spiralantrieb irgendwie. Otherworldly. Paranormal call on camera. This one's you. Look at this. The man even mentions paranormal caught on camera, which is funny because this unusual display has all of the hallmarks of the unexplained. Therefore, it might actually fall into the paranormal category. What do you think this was? The answer remains just out of reach, leaving us to wonder and speculate about the mysterious dance playing out above. Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal in einem anderen Video gestellt habe. Ich bin nicht ganz sicher mehr, weil wir machen ja in letzter Zeit einiges über UFOs. Aber was mich schon wundert ist, sehen wir verhäuft so eine Videos, weil es mehr Kameras gibt auf diesem Planeten und jeder ein Handy hat? Oder war das also, ist es ein neuartiges Phänomen, dass der Himmel voll ist mit sowas und immer mehr Leute das sehen? Oder war das eigentlich schon immer so, nur konnten wir es halt nicht auf Kamera festhalten? Und es sind dann die Leute natürlich ganz einfach abgetan worden als Spinner, das haben sie sich eingebildet, das war eine Wolke, ein Wetterballon. You name it. Ja? Also das, wie denkt ihr darüber? Das würde mich mal interessieren. Ist es schon immer so gewesen in der Häufigkeit oder können wir es einfach nur besser aufzeichnen, weil eben halt heutzutage jeder ein Handy hat mit einer halbwegs vernünftigen Kamera? In this video, a curious spectacle has an Oklahoma man and a news crew equally stumped. We look up and this white thing appeared in the sky. A mysterious object seen in the western Oklahoma City sky. A residence captures what appears at first to be a meteor or... Auch in Amerika ist das relativ häufig, dass es sogar in Nachrichten kommt. Also wenigstens mal in den lokalen Nachrichten. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das würdest du im Leben nie in der Tagesschau hören. Dass irgendein mysteriöses Objekt am Himmel ist. Das wäre schön. Das wäre mal wunderbar. Aber und die Phänomene gibt's ja nicht nur in Amerika, Australien und sonst irgendwo verhäuft. Oder Südamerika vor allen Dingen. Sondern natürlich auch in Deutschland. Jeden Tag. Aber du hörst nichts bei uns in den Nachrichten. Nicht mal in den Lokalnachrichten. Or a shooting star dancing across the night sky. But then, the plot thickens. The strange light begins to morph. It separates and a stark white ring forms in front of it as it slowly floats into our atmosphere. The entire family, even the children, begin to debate on what the object could be. Not the shooting star! No, it's moving too slow for a shooting star. Wow! That's a UFO! Look, it's separating from itself. No, those are sound waves! But this family wasn't the only ones aiming their phones up that night. Another group of friends in Oklahoma captured the same event. What the f***? You see? Und damit ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass das eben ja, Einbildung ist oder eben in den Fake-Videos, wenn es aus unterschiedlichen Kameraperspektiven von unterschiedlichen Leuten aufgenommen wird und das Gleiche zeigt, was wie so eine Art Stoßwelle, Druckwelle von sich abgibt. Ja? Also einen Impuls auf jeden Fall abgibt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass es gefaked ist. Also Fakt ist, dass es da und das ist passiert. Die Frage ist, ist es eben irdisch oder nicht irdisch? Technologie von uns, weiterentwickelte Advanced-Technologie vom Menschen oder tatsächlich eben nicht irdischen Ursprungs? Das ist die große Frage. Record that. That's what I'm trying to say, fam. What the f*** is that? Puzzled and confused, people are recording these strange events happening in our... Und übrigens, ich habe es oft genug gesagt, ich möchte es aber nochmal sagen. Ich mache diese Videos erstens darauf hinzuweisen, dass das Phänomen real ist. Zum Zweiten aber auch, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sehr vieles auch künstlich ist, auch vom Menschen gemacht sein kann, eben mit holographischer Technik. Damit eben im Fall X, wenn mal plötzlich irgendwo ein großes Raumschiff auftaucht, wir nicht alle sofort davon ausgehen, ja, das ist wirklich da gewesen, sondern es gibt eben diese holographischen Technologien, die so echt sind. Ich erinnere noch, vor kurzem gab es ein Video aus Dubai, wo eine Achterbahn durch den Wolkenkratzer und um den Wolkenkratzer drumherum gefahren ist, gerollt ist. 3D hinprojiziert mit Hologrammtechnik, so weit fortgeschritten sind die und das sieht täuschend echt aus. Ja? Und ihr wisst es gibt genau diese Theorie oder diese Annahme, diese Agenda, dass man die Menschheit wieder unter Kontrolle bringen möchte, entweder wieder durch eine zweite
Virusgeschichte. Natürlich haben wir immer noch das Thema Alien-Agenda, ne, Invasion und so weiter. Das ist ja alles etwas, was sich hervorragend eignet, um eine große Masse an Menschen in eine gleiche Richtung zu bewegen, emotional, aber auch natürlich mental. Und damit sind sie steuerbar, damit sind sie kontrollierbar. Und deswegen mache ich diese Videos. Außerdem finde ich es natürlich selber interessant, zu spekulieren und zu rätseln, was könnte es sein. Ich bin sicher, dass es außerirdisches Leben gibt, keine Frage. Kommen Sie mit Ihren Raumschiffen hierher? Ja, möglicherweise. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eher interdimensional ist, halte ich für wesentlich höher. Waren schon mal Außerirdische hier mit Raumschiffen? Ja, vermutlich. Das ist eine Spekulation. Aber man kann ja sagen, seitdem es angeblich zum Beispiel eben halt Roswell gegeben hat, der Fortschritt ein paar Jahre später in der Technologie, in der Halbleitertechnologie, in der Computertechnologie, lässt schon irgendwo einen gewissen Rückschluss darauf, dass man gewisse Technologie rückentwickelt hat. Das kann man nicht von der Hand weisen. Die Radarbilder, die MUFON aufgezeichnet hat, die im rechten Winkel mit Geschwindigkeiten, die wir uns gar nicht vorstellen können, aufzeichnet. Und, das ist ja da. Es ist ja da. Klar, gibt es immer noch hartnäckig Leute, die sagen, nein, lass, ich sehe da nichts. Das sind genauso Leute, wie die sagen, Himmel, das hat schon immer so ausgesehen. Ja, gab doch noch nie anderen Himmel, als wie wir den heute überwiegenden Teil sehen. Hallo, ich bin Patrick von Blaupause TV und ich möchte dir ein einzigartiges Gerät heute zeigen. Den Harmonie. Das mir einzig bekannte Gerät, was auf physikalischer Basis Elektrosmog und Erdverwerfungslinien komplett entstört. Das Ganze kann man im Labor nachweisen. Ich nutze das Gerät seit über 7 Jahren und mit mir mehr als 1000 zufriedene Kunden. Schau mal auf dem YouTube-Kanal, ich habe mit dem Entwickler schon mehrere Videos gemacht zu diesem Gerät. Ein großartig funktionierendes Gerät. Die allermeisten stellen schon in der ersten Nacht eine deutliche Verbesserung fest von ihrem Schlafverhalten und sie sind ausgeruhter, fühlen sich besser. Und natürlich geht es auch darum, ja, seinen Körper etwas Gutes zu tun. Deswegen gehört dieses Gerät in jeden Haushalt. Übrigens, den gibt es auch als mobile Variante zum Umhängen. Schau dich mal auf der Homepage um. Du findest alle relevanten Daten unter diesem Video. Erster Link. Und das Ganze ist ein Affiliate-Link. Ich erhalte also eine Provision. Und du unterstützt damit Blaupause bei seinem Programm, bei seinem Content und hilfst mir dabei, diesen Sender weiter in dieser Form und in dieser Qualität betreiben zu können. Ich danke dir und freue mich, wenn du es probierst. Übrigens, 3 Monate Geld-Zurück-Garantie sprechen für sich. Teste es, probier es aus. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Was natürlich Blödsinn ist. Ist einfach Blödsinn. Ja, es ist, wird abgeschaltet, darf nicht sein, wird weggedeckt, kognitive Dissonanz. Night skies. These strange objects have now been witnessed in multiple places, including Texas and Oklahoma, in the last 2 months. So could this be an interstellar visitor using some sort of technology we have yet to discover? Or do you think that this is a SpaceX rocket returning from orbit? Even the news isn't buying that theory anymore. On March 4th, SpaceX had a launch from Cape Canaveral. That was at 6:56 Eastern Time, 5:56 Oklahoma Time. Steve saw this at 7:29. Now I know what you're thinking. This was probably from SpaceX in Florida. But if that was the case, they would have seen it over here in the east. Wayne Harris-Weirich is a local astronomer. My best guess is Vandenberg Air Force Base launched some sort of secret military flight into to do whatever it is they do in orbit. So what do you think it is? Also, ne, geheime Militärtechnologie, spekuliert er. Share your thoughts and theories down below. Wenn das eine SpaceX-Rakete ist, dann wäre immer noch die Frage, was macht die da? Was bringt die da aus? Was ist das für eine Art Schallwelle, Druckwelle, Druckimpuls? Ist ja offenkundig, dass es ein Druckimpuls ist, weil es geht ja kreisförmig weg. Also hat das in irgendeiner Art und Weise die Ähnlichkeit mit einer Schalldruckwelle oder sonstigen Sachen? Sonst würde das ja nicht so aussehen. Was macht das Ding dann da? Wäre ja eine gute Frage, trotz alledessen, selbst wenn es irdisch ist. In this footage, a man and his wife are standing outside of their home when they notice something very odd in the night sky. A rotating object that appears to be burning bright in the distance. Film it. That's as far as it goes. On video. I'm taking a video of it. Yeah, honey. Crying out loud, woman. I'm recording the video on the phone. It's not a photo. I'm recording a video. The wife urges her husband to film the footage, and he does his best to capture the strange lights.
Ja, die sind aber auch sehr häufig, ne? Orangene Lichtbälle, die sich dann lila färben, wieder orange färben, grün werden. Das hat man schon häufiger gesehen. What the hell? What is going on? It's moving. Do you see that? Every now and then it can be seen flashing bright, distorting the video just a bit, but catching the couple off guard. It's spinning itself. What the f- I don't know. Neither one of them have any idea as to what they're witnessing at this point. And honestly, neither do I. You see it? Your dad is zooming in to a light. It is something spinning. Lights spinning. Any drones that I've ever... Die Amerikaner haben aber auch eine Art und Weise, sowas zu beschreiben, immer wieder. Es ist, naja, ich sag jetzt nichts dazu. Owned or used, don't rotate like this. Have you ever seen any lights in the sky similar to this? If you have, be sure to let me know down below in the comments, and also let me know what you think this could possibly be. From a high rise in Miami, a man captures a sight that transforms the night sky into a stage for the unexplained. Look at me. Y'all thought I was playing. I know y'all see those lights. A row of three distinct lights cuts through the cloudy sky, side by side, moving with purpose and precision. This every day I'm here. Really? Every day? Like, every day? I guess the aliens picked Miami for their vacation spots. I mean, I can't blame them. I heard that the nightlife out there is out of this world. Get it? Ja gut, aber ne, das ist ja mal die Zeugenaussage. Er sieht es jeden Tag. Es ließe sich ja relativ einfach prüfen, ob es wirklich so ist, wenn... Ne, wer Freunde in Miami hat, kann sie ja mal anrufen und fragen, was er da so im Himmel sieht jeden Tag. Aber das ist halt auch oft, dass man das sieht, ne? Dieses Objekt auch hier in England gesehen worden, diese dreieckigen Dinger, die sich dann irgendwie verformen, andere Form annehmen, untereinander, dann wieder zu einem Dreieck weitergehen. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Phänomen. At certain points you could see a triangular shape being formed and the lights always stay the same distance from one another, meaning this is more than likely a singular aircraft. Man, look, the airport is right over here. That's the airport, but over here this ain't the airport. Look at that. In the clip, we see that the person recording this video is located near the Miami airport, but judging by the movements and shape of this aircraft, we can be pretty sure that this is not an airplane. Es muss ja unwahrscheinlich, dass es ein normales Flugzeug ist. So what are these lights? An optical illusion or a visitation from realms unknown? If you're enjoying today's video, make sure that you hit that subscribe button and that little bell notification so that you get notified every time a new scary video like this drops in the future. Ihr unterstützt damit wirklich die Kanäle, ja? die solche Sachen produzieren, generell auch mein Kanal mit einem Abo. Es ist etwas, was wirklich deutlich zu spüren ist, weil YouTube eben die Videos mehr rausspielt, je mehr Abonnenten du hast. Insofern, bei mir sind es auch über 60%, die regelmäßig schauen und keine Abonnenten sind. Und ich zwinge ja auch niemanden dazu. Aber wer die Möglichkeit hat, das zu unterstützen, natürlich bei solchen Kanälen, bei allen anderen auch, die, wo ich Reaktionsvideos mache, natürlich auch bei meinem eigenen, wäre schön. Wir haben große Ziele. Ich möchte mit Blaupause 100.000 Abonnenten mal endlich erreichen. Und da ist jede Stimme zählt, jeder Abo-Button zählt. Insofern herzlichen Dank für alle, die schon bereits getan haben. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat. Das ist doch aus dem Film. Da bin ich ziemlich sicher, das ist doch aus dem Film. Das nicht echt. All right. I got a little bit carried away. If that was real, it would be really, really bad. But don't worry, we're not quite there yet, guys. Consider that a little bonus for you sci-fi fans out there. You got to admit, though, it is really cool to look at. Can you imagine if that was real? Okay, also, er löst es auf. Es ist nicht real, ne? Es ist ein kleiner Gag zwischendurch. Aber er stellt die richtige Frage. Was würdest du tun oder wie würdest dir gehen, auf gut Deutsch, wenn das real wäre, wenn du sowas am Himmel sehen würdest? Welche Reaktion würde das mit den Menschen machen? Natürlich würden sie Angst haben, massiv Angst. Und wir wissen alle, was Angst mit den Menschen macht. Das haben wir erst in der Vergangenheit erlebt. Also, es war nicht echt. Yikes. In this next clip, a homeowner sees something startling floating in the sky up in the clouds.
object in the sky, and there's a plane right there. But if you look closer, there's two objects. There's the plane moving away. A black sphere oddly hovers still in motion far away in the distance. The man does his best to try and capture it, but using his cell phone, zooming in this far can be hard to keep focus on such a small object. Where did it go? I can't see it no more, honey. There, I got the object now. It's hard to capture. I don't know what it is. It looked like a... I don't know what it is. Like a... That's just crazy. What shape is it? I don't know. It's a weird shape. It's a weird thing. I can't tell what it is. The couple is... Das ist einfach ein schwarzer Fleck am Himmel. Ja, würde ich auch, wäre ich auch skeptisch. Obviously shaken up, as they've never encountered or witnessed anything like this before. There it is again. It looks like a big, giant balloon. It could be one of those balloons. No, really, but I don't know what that is. That is definitely an unidentified object in the sky. The man even says his address to let whoever sees the video know how serious he is, which I won't fully display in this video for safety purposes, but I do believe his reaction to be authentic. We just moved here. We're at 5-4. And we don't know what this is. However, this sighting is eerily similar to some of the more recent UFO documents that were released by the Pentagon. Freigegebene Videos vom Pentagon. Many Air Force pilots and others have reported coming across similar unknown objects. Die sind nicht erschrocken. Die sind nicht verwundert, was sie da sehen. Die freuen sich darüber. Erwarten sie das also. So what do you think? Is this a balloon that floated away from a kid in the park? Or would this fall into the category of classified UFOs that have been hidden from us for so long? Let me know your thoughts. Look there at Shawnee. This is from our Grand Casino cam. Meteorologist Shelby Hayes in for Brad. She's telling us it's going to be a little bit cooler today. It's gonna be a little bit cooler today. Das sind nicht nur ein paar hundert Meter, die das Ding da relativ schnell zurücklegt. Das könnten durchaus perspektivisch schwer einzuschätzen, aber durchaus der ein oder andere Kilometer sein. In der Geschwindigkeit, was soll denn das sein, was sich so bewegt? Ein Flugzeug sicherlich nicht. Schon gar nicht in der Tiefe. On January 10th, 2024, a man is on the highway when he suddenly notices something strange up in the sky. Not just one, but several black spheres can be seen flying in formation. At first, one might think this is just a group of drones passing by. However, the closer we look, the more they appear to be black orbs, similar to some of the government-released footage. Towards the beginning of the clip, we can see 3 to 4 objects maintaining a perfect distance apart from one another. Und eine Drohne würdest du sehen, die würdest du auch auf die Entfernung erkennen, wie eine Drohne aussieht mit ihren Propellern. Die hat aber keine Propeller. Traveling at identical speeds. But then towards the end, when he zooms out, I was able to count 7 in total. So how would you explain this? Warte mal. Die Astronomen unter euch mögen mich jetzt entweder kreuzigen oder mir bestätigen, aber sieht das nicht aus wie das Sternbild Plejaden? Das sind ja auch 7 Sterne, ne? 7 Fixsterne. Kommt mir zumindest bekannt vor. Es erinnert mich oder assoziiere ich zumindest von der Form her mit den Plejaden. Schreibt es bitte in die Kommentare, wer es genau weiß. Vielleicht irre ich mich auch, aber erinnert mich daran. Do you believe that they are just drones? If was ja ein Zeichen wäre, ein Symbol wäre für irgendwas, ne? So, where are their propellers? And if they aren't drones, do you think that they're from somewhere beyond our world or possibly more secret government testing at play? Let me know your thoughts down below. As evening descends over the city, one man's camera lens becomes the witness to an enigma in the skies. Oh, é muito pequeno. Oh, mas parou, velho. There's a light, unwavering and bright, that cuts through the dimming light of day. Olha, olha. Sumiu, velho. Olha a velocidade disso. É louco, mano. Já viu a velocidade disso aí? Olha lá, isso não é isso. É drone da polícia? Eu acho.
It zips through the clouds with purpose that defies our earthly physics. Man, steadfast in his curiosity, replays the scene, this time inverting the colors for clarity. The light, once a beacon in the dusk, now appears as a dark void against the stark white of the negative filter. While looking at the inverted video, the visibility heightens, but the question deepens as to what this could be. From the possibilities of a distant drone to the whispers of something far more profound, the night sky offers no confession. Eine Drohne sieht doch nicht so aus. What's your take on this luminous traveler? Let's hear your theories. All right, well, that was fun. I had fun. And I hope that you did too. So be sure to stick around for more cool videos like this. And if you'd like to support the channel, check out my Patreon page. I'll leave a link down below in the description. It helps out big time for content creators like myself. And I'm really grateful that you guys keep coming back, tuning in again and again. One more thing. Before you go, I have another video that I think you're really going to like. I think that you're going to like this one. You guys do know that when I do this right here and I look up like that, there's no video there. I have to actually add this post edit into YouTube, and then I'll probably put like a playlist right here or something that you can check out. Thank you guys. Der hat eine coole Art und Weise, das zu machen. Ganz ehrlich, finde ich großartig. Sollte man wirklich unterstützen. Und er nimmt es halt auch mit Humor, finde ich großartig. Also ja, bitte, ne? Soll ich sowas auch unterstützen? Ihr findet da, wo ich es finde oder wo ich die Möglichkeit habe, immer das Originalvideo verlinkt, natürlich unter meinem Video, sprich in den Videobeschreibungen. Und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Wie seht ihr das? Was habt ihr dort gesehen? Welche Theorien könnt ihr dazu aufstellen? Ja, das würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Ciao.